Hallo Freunde, zu einem weiteren Pokémon-Thema. Ja, war da Überleitung sehr schlecht. Gut, heute geht es mal um ein Thema, was ich mit euch unbedingt reden will. Ich habe mir schon länger, habe ich mir ja mal die Pokémon, also den ersten Teil so Pokémon der Film und ja, so wo Mewtwo gegründet und Pokémon und bei Pokémon Mewtwo kehrt zurück. Ja, eigentlich ja nichts Schlimmes und so, aber ich habe mir dann letztes Mal schon recht lange habe ich mir den Genesect und die Wiedererwachung-Legende habe ich mir angeschaut und dann habe ich mir ist mir was aufgefallen. Ich weiß, das ist für die meisten ein bisschen seltsam, weil vielleicht nur diesen Film gesehen hat und die anderen beide. Also wenn ihr alle drei gesehen habt, schreibt es mir in die Kommentare, es gibt ja nochmal eins mit Mewtwo. Aber mir ist da aufgefallen, was ich mir selber persönlich komisch gefunden habe. Erstens, die Stimme von Mewtwo. In den ersten beiden Filmen, die ich jetzt persönlich gesehen habe, ist ja die Stimme mehr männlich. Und jetzt bei dem anderen Film, wenn ich jetzt gesagt habe, das ist sie mehr weiblich. Aber gut. Also mit dem Genesekt. Aber das stört mich jetzt immer weniger. Was mich jetzt persönlich mehr stört, ist, dass am zweiten Film ist ja so, dass ja Mewtwo ja nicht mehr die Gedanken löscht von den Menschen, außer die, wo böse sind. So, von Team Rocket halt. Aber das mit dem Genesect, dass Mewtwo und Ash sich komplett nichts mehr erinnern können, also Mewtwo und Ash sollen sich ja kennen. Was soll der Scheiß? Also, Entschuldigung für das Suchwort, aber was soll der Mist? Eigentlich sollte Mewtwo und Ash sich kennen ab dem zweiten Film. Also, wenn du diese drei zweiten Filme und Mewtwo gerade zurück und Genesect, wenn die Tags und dann sind nur What? Also, wenn ich das gesehen habe, dann dachte ich, what? Willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Also, bitte, Game Freak! Was holt der Bock, Mist? Ihr produziert Filme von Pokémon und macht solche Scheiße! Nein, ernsthaft, was holt der Scheiß? Ash und Mewtwo haben sich im ersten Film kennengelernt. Gut, jetzt hat er die Gedanken gelöscht. Gut, den kannst du ja noch verstehen. Mewtwo kehrt zurück. Also bitte, Game Freak, hört auf solche Scheiße produzieren. Also, ich frage mich, ob ihr irgendwie noch beim anderen Mewtwo-Film auch noch so eine Scheiße eingebaut habt. Also, bitte. Also, wenn ihr den anderen mit Mewtwo gesehen habt, schreibt mir es in die Kommentare, bitte. Und schreibt mir, bitte, 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 ob das auch stimmt. Also, was soll der Scheiß? So, ich mag ja eigentlich Mewtwo schon mega gerne. Gut, halt die Mega-Entwicklung sieht halt. Ich weiß gar nicht, was ist das? Das ist das X. Mewtwo X-Entwicklung. Gut, da kannst du ja noch einigermaßen verstehen, aber. Game Freak, bitte hört auf zu Scheiße produzieren in Filmen.
Ja, mir hat es einfach nur gestört, weil. Das hat mich einfach nur gestört, weil. Das ist sowas von nervig. Das war die erste Szene, wo Mewtwo und Ash sich zusammengefunden haben. Ja, wer bist du? Also, mir ist gerade dieses Mal vorgekommen, als wäre Mewtwo irgendwo voll gegen die Wand gekracht, gegen durch 10 Hochhäuser durchgerast, hat sich so brutal den Kopf angeschlagen und da komplett vergessen, wer Ash ist. Und das war bei Ash das Gleiche. Ich hatte ja nicht gefühlt, da war irgendwie zu viele vom Doppelbett runtergefallen. Voll auf das Gesicht geklatscht. Das Gesicht hat nichts gemacht, aber die Hirnzellen waren tot. Und das hat mich einfach gestört. Also, wie gesagt, wenn ihr nur das vom Genesis kennt, ist nicht so schlimm. Und wenn ihr die anderen beiden Filme und Genesis kennt, schreibt sie mir auch bitte in die Kommentare. Ja. Weil das nervt. Gut, wir haben es. Es ist ein bisschen ein komisches Thema, ich gebe es zu. Aber kreuz und quer, aber ich dachte mir so, hey, es muss einfach mal besprochen werden. Und wie gesagt, also, eigentlich der Film von Genesis ist ja toll, er ist gut gemacht, er ist wirklich speziell, das gebe ich zu. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen ein seltsames Thema war. Ja, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr es fandet, ob ihr die Filmen kennt, also mit dem Genesect und Pokémon der Film und Mewtwo kehrt zurück. Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Gut, wie gesagt, ihr könnt mich sehr gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Bitte lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bitte auf meinen Kanal vorbei, was ich für sonst für Videos gemacht habe. Bitte schaut auf meinen Zweitkanal vorbei. Simulator LP. Folgt mir bitte auf Instagram und Twitter. Ja. Und euch wünsche ich einen guten Morgen oder einen guten Mittag oder eine gute Nacht. Oder besser gesagt, einen schönen Tag noch. Also, ja. Also, ciao Freunde, bis zum nächsten Video und ciao.